Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, 11. Oktober. Ich grüße Sie an dieser Stelle und will hoffen, Sie haben den Wochenauftakt gut überstanden. Die Währungspaare haben sich hier am Montag relativ wacker geschlagen. Ausschläge hier und da, aber letztlich warten wir hier noch auf Signifikantes. Gerade Euro-US-Dollar pendelt ja hier als Major-Währungspaar mehr zäh als recht umher. Britische Pfund weiter interessant. Dazu wird heute auch noch eine größere Analyse in Kürze erfolgen, auch bezogen auf den Flash-Crash vom letzten Freitag. Doch widmen wir uns jetzt dem Australdollar gegenüber dem japanischen Yen, der heute hier schon einiges an Action erfuhr. Wir gehen mal in den Stundenchart dazu. Wir haben hier die Asia Session. Hier auch im Stundenchart ein schöner Widerstandsbereich ersichtlich, den wir gleich auf Tagesbasis nochmal auseinandernehmen werden. Letztlich haben wir hier heute Nacht einiges an Konjunkturdaten bekommen, die hier ja letztlich enttäuschend aufgenommen wurden für den Australdollar. Und wir sehen hier, dass es seit ja, 3, 4 Uhr ging es dann hier sukzessive nach unten. Wir sind auch aktuell unterhalb des Pivot Points und das macht natürlich die technische Ausgangslage für heute eher bescheiden, wenngleich 58 Pips bislang zurückgelegt wurden. Der Schnitt beträgt beim Australdollar gegenüber dem japanischen Yen hingegen rund 75 Pips, genau. Das heißt, hier ist noch ein Stück weit was an Ausschlägen zu erwarten. Sehen wir ein neues Tief, denke ich mir, kann es durchaus eben hier in Richtung 78 Yen gehen. Und warum dieses Level interessant ist, wollen wir uns gleich mal näher anschauen. Denn wir haben hier zunächst aus dem kleinen Stundenchart mal kurz ins große Bild hier die Situation, dass ein übergeordneter Abwärtstrend etabliert ist, insbesondere seit Ende 2014, Anfang 2015, hier mit diesem Hoch, mit diesem gescheiterten Versuch, das Hoch hier aus 2013 rauszunehmen, ging es für den Australdollar sukzessive bergab. Hinzu dann auch noch die Yen-Stärke, die wir hier mit 2015 beginnend erlebt haben, führte den Australdollar hier in die Tiefe gegenüber dem japanischen Yen. Und die grundsätzliche Einschätzung sieht eigentlich so aus, als würden wir hier im Big Picture durchaus die Niveaus von, ja, vom Sommer diesen Jahres sozusagen im Bereich 74,50 nochmal ansteuern. Das ist ja auch eine Zone, die sich hier Jahre zurück ableiten lässt, immer wieder ein interessantes Level und genau dahin dürfte wohl auch die weitere Reise noch gehen können. Gleich hier Spikes nach unten in Richtung 72, 73 Yen auch durchaus möglich erscheinen und die Situation eben durchaus interessant machen. Übergeordnet auch hier der Abwärtstrendkanal, ganz sinnbildlich dafür, dass es wohl hier weiter nach unten gehen dürfte. Grenzen wir die Situation ein Stück weit ein im Tageschart. Da wird es nämlich spannend, auch vor dem Hintergrund, dass sich jetzt aktuell hier eine Short-Chance bieten könnte. Eine damalige Einschätzung sah schon vor, dass wir hier direkt weiter abtropfen in Richtung 75 und dann eben der letzten Local-Tiefs vom Sommer. Das geschah nicht direkt. Sie haben hier gesehen, dass der Markt sich eher seitwärts und dann eben doch hier zum Ende des Septembers, Anfang Oktober hier nach oben entwickelte und jetzt eben hier wieder an dieser Widerstandszone ist, die wir bereits schon häufiger in den Fokus nahmen, deswegen auch hier dieser Horizontalbalken. Diesen Widerstand zeichnet oder dieser Widerstand zeichnet sich hier definitiv durch ein markantes Level aus, welches hier aktuell eben erreicht wurde und jetzt dafür sprechen könnte, dass das Preisverhältnis wieder nach unten kippt. Wir haben auch schon leichte Divergenzen. Interessant wird zu beobachten sein, ob wir hier nochmal ein Stück weit kämpfen während der nächsten Tage oder eben direkt weiter nach unten drehen. Die Situation ist die, dass wir hier auf Tagesbasis betrachtet eine zunächst leicht aufwärts gerichtete Tendenz haben, rein saisonal, Tagesbasis betrachtet, und dann aber hier zum Ende des Monats nach unten abkippen könnten. Bevor es dann, oder sehen Sie ja hier mit dem Beginn in den November, hier durchaus sehr, sehr bullisch für den Australdollar werden könnte. So sieht es aber kurzfristig eben nicht aus. Also es ist hier durchaus ableitbar, dass wir hier eine kurzfristige Short-Chance sehen, die hier unterhalb des gestrigen Tiefs oder spekulativ jetzt schon eingegangen werden könnte, mit dem Ziel eines Rücklaufs zunächst hier in Richtung 76,50. Das scheint auf jeden Fall ein sehr attraktives Niveau und auch ein sehr gut erreichbares Niveau im Sinne dessen, dass man hier diese Range, die sich seit den Sommermonaten vollzieht, mit Touch des aktuellen Widerstandsbereichs sozusagen eben fortführt. So, drehen wir das mal um. Wir haben hier, wie gesagt, eine bärische Lage. Hier das Widerstandslevel, was wir letztlich bestätigt sehen und mehrfach schon bestätigt sahen. Und das könnte sich hier durchaus weiter fortsetzen. Eine Zielzone dann entsprechend eben hier unten. Leichte Divergenzen auch schon ersichtlich. Faktisch wäre auf, ja, Nummer sicher gibt es an den Märkten nicht, aber wer hier praktisch ein Stück weit Vorsicht walten lassen wollte, der könnte hier unter dem gestrigen Tagestief sozusagen unter 78 Yen einsteigen, spekulativ jetzt schon. Aber es gibt natürlich auch die Gefahr, dass wenn wir insbesondere über das Hoch vom 5. Oktober rausziehen, über 79 Yen, dass der Markt dann
hoppala, dass der Markt dann hier eine Aufwärtstendenz vollzieht, die dann in Richtung 80 Yen und möglicherweise auch hier zu einer kompletten Umkehr führen könnte, also der Short Bias die Seitwärtssituation dann entsprechend auflösen würde, wenn wir uns hier über 80 Yen etablieren. Die Gefahr besteht, aber unter Chance-Risiko-Verhältnis ist es hier, oder Chance-Risiko-Verhältnissen vielmehr, ist es eine sehr, sehr interessante Situation. Wenn wir eben von diesem Niveau nach unten mal, sage ich mal, die Chance abtragen, reden wir hier knapp über ja, 2,8, 2,9% an Chance. 220 Pips sind hier durchaus möglich. Und wenn wir das natürlich im Verhältnis zum Risiko sehen, welches hier bei 79 Yen bereits definiert werden könnte oder mit Toleranz sogar bei ja, 80, wobei dann das Chance-Risiko-Verhältnis schon ein bisschen abkippt, aber dann hätte man immer noch ein Verhältnis knapp von 1. Wenn man es auf 1,4% bezieht, also dem Markt ein bisschen Spielraum lässt, sozusagen ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2 zu 1. Und das ist immer noch ein sehr, sehr interessantes Unterfangen, was sich hier darbietet. Also halten Sie den Australdollar gegenüber dem japanischen Yen einfach mal im Auge. Letztlich, wochentagstechnisch, haben wir hier generell einen leicht positiven Bias mit Blick auf die letzten 52 Handelswochen vor dem Hintergrund der Session von 7 bis 22 Uhr. Aber letztlich, Sie wissen ja, die Range dominiert, der übergeordnete Abwärtstrend dominiert. Insofern haben wir hier technisch gesehen durchaus die Chance, dass der Australdollar gegenüber dem japanischen Yen jetzt in Bälde nach unten abdreht. Also durchaus ein Blick wert, wie ich finde. Insofern sage ich danke fürs Einschalten und wenn Sie mögen, meine lieben Zuschauer, dann sehen wir uns auf jeden Fall und hören uns morgen wieder. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle erstmal weiterhin viel Handelserfolg und sende beste Grüße in den Äther. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.